This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, in dem Video heute wollte ich mal ein paar Gedanken zum Tod loswerden. Und zwar habe ich neulich eine ganz schöne Geschichte, einen ganz schönen Vortrag gehört von Teach Nathan. Zwar hat er da erzählt, er hat mit Kindern in der Schule Maiskorn gehabt, Maissamen. Und da ist dieses Maiskorn, dieser Maissamen. Den hat er dann mit den Kindern in die Erde gesetzt. Dann haben sich die Kinder darum gekümmert, um die Pflanze. Und die Pflanze ist immer mehr herangewachsen. Das Korn hat sich entwickelt. Und irgendwann hat er die Kinder gefragt, wo das Korn jetzt ist. Wo ist das Maiskorn? Und jetzt in die Erde geht und er sucht nach dem Maiskorn, dann ist da kein Maiskorn mehr. Kann man jetzt sagen, dass das Maiskorn gestorben ist, dass das Maiskorn tot ist? Nee, das Maiskorn, das ist einfach zu einer Maispflanze rangewachsen. Es hat sich entwickelt, entfaltet. Genauso ist es mit Menschen, Kindern. Bist du jetzt noch das Kind, was du mal warst? Schaust du noch genauso aus wie mit 5 Jahren? Nein, ist deswegen ein 5-jähriges Kind gestorben? Wenn du jetzt heute erwachsen bist. Du hast dich einfach nur gewandelt, verformt, wie alles in der Natur in Kreisläufen abläuft. Pflanzen entstehen wieder aus dem toten Material. Wie beim Baum, die Blätter fallen zu Boden, werden zersetzt, nähren wieder. Geben Nährstoff in den Boden und es ist ein Kreislauf, immer im Kreis, die Blätter fallen, die Wurzeln ziehen sich wieder die Nährstoffe aus den Blättern und die Blätter wachsen wieder, es ist wie ein Kreislauf. Was ist also der Tod? Ist nur wieder der Startschuss für neues Leben. Macht's gut, Leute. Ciao.